Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal für einen weiteren kurzen Apex Legends News Update. Gestern am 5. Dezember gab es noch einen kleinen Server-Patch, der drei kleine Änderungen mit sich brachte. Und zwar wurden die Shotguns nachträglich nochmal genervt. Respawn hat ja im letzten Update schon gesagt, dass sie sich die Peacekeeper speziell nochmal ansehen möchten. Es betrifft aber hauptsächlich nur die IVA 8 und die Peacekeeper. Die Mosambik bleibt unberührt und auch die Mastiff bleibt unberührt. Und zwar wurde die Bolzentreffergröße bzw. die Streuung beider Shotguns, speziell aber für die Peacekeeper, stark erhöht, sodass es einem schwieriger gemacht wird, alle Kugeln aus einem Schuss bei dieser Streuung auf dem Gegner zu landen. So will Respawn die Spieler zwingen, eher im Nahkampf, also wenn du sehr, sehr nah am Gegner bist, erst dann soll es dir möglich sein, eine volle Trefferzahl zu landen, dass du alle Kugeln eines Schusses auch auf dem Gegner triffst, um quasi 100% Schaden zu machen. So, dann wurde der allgemeine Schadensabfall auf die Distanz etwas erhöht. Im Allgemeinen, da gibt es aber nicht viel mehr zu erwähnen. Und der Präzisionschoke wurde auch etwas genervt. Und zwar soll der im letzten Aufladepunkt, der lädt sich ja dreimal auf der Triple Tag und auf der Peacekeeper. Das heißt, im Endeffekt ist auch die Triple Tag von diesem Nerf etwas getroffen. Im letzten Aufladezyklus wurde die Distanz verringert. Das heißt, du kannst auf eine höhere Distanz nicht mehr präzise genug treffen, wie es bis jetzt der Fall war. Das heißt, du kannst halt auf der Reichweite mit Peacekeeper und Triple Take nicht mehr so sehr austeilen, wie es bis jetzt der Fall war. Das finde ich auf jeden Fall eine feine Änderung. Ich bin gespannt, ob das wirklich so viel ausmacht. Ich war selber der Meinung, dass die Peacekeeper speziell noch ein bisschen genervt werden muss. Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, was ihr von dem Nerf haltet. Ich finde es spitze. Das soll es von diesem Video schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Lasst diesem Informationsvideo einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr keine Informations- und Tipps- und Tricks-Videos verpassen wollt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.